Ich befinde mich gerade im Kaloriendefizit. Das bedeutet, ich esse weniger Kalorien, als ich verbrauche, um meine Bestform zu erreichen. In diesem Video zeige ich dir alles, was ich dafür esse, um durch den Tag zu kommen. Außerdem gehen wir Eisbaden. Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Eduard. Ich habe mies Bock und ich würde sagen, let's go. Was du hier gerade vor mir siehst, ist meine erste Mahlzeit. Normalerweise starte ich den Tag damit, dass ich kurz wach bleibe. Dann trinke ich einen halben Liter Wasser mit Zitrone, bisschen Salz drin, lauwarm das Ganze. Dann gehe ich raus, trinke ein Käffchen. Ja, das habe ich jetzt nicht abgefilmt. Dann warte ich ein bisschen. Wir haben mittlerweile knapp 11 Uhr und dann gönne ich mir so meine erste Mahlzeit im Cut, ja, wenn ich nicht im Training bin an dem Tag, da gönne ich mir morgen schon ein bisschen Fett, deswegen haben wir hier 3 Eier, bisschen harzer Käse, 100 Gramm und noch Share, glutenfreies Brot, vertrage ich einfach ein bisschen mehr von der Verdauung und dazu noch ein bisschen Wasser für die Hydration. Das wird sich reingegönnt und dann sehen wir uns bei der Vorbereitung, was ich mit zum Eisbaden nehme. Ich habe mir da schon was überlegt, ja, deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Ein Tipp von mir in der Diät ist einfach, nicht so viel Pulver zu trinken. Auch ich komme nicht so drum herum, nicht so viel zu trinken, aber esst feste Proteine, sage ich mal in Anführungszeichen, feste. Also harzer Käse, dass du was zum Kauen hast, auch länger verdaulich. Dann habe ich hier noch Eier und so, schon was mit Biss. Das hält mich persönlich ein bisschen länger satt. Trink auch viel Wasser und versuch's mal mit Kaffee, weil Koffein unterdrückt auf jeden Fall auch den Hunger. Meistens nutze ich die Zeit beim Frühstück, da checke ich meine TikTok- und Instagram-Kommentare ab und kommentiere mal zurück. Deswegen an der Stelle, wenn du mir da noch nicht folgst, da poste ich auch immer ein paar Rezepte, ein paar lustige Videos und wenn dich das interessiert, kannst du da auf jeden Fall vorbeischauen. Ich blende dir das hier unten ein. Natürlich bleiben wir hier real und ich sage dir auch die Nährwerte. Also, wir haben hier beim Frühstück 523 Kilokalorien. Davon sind 52 Gramm Eiweiß, 32 Gramm Kohlenhydrate und 22 Gramm Fette. Somit ist etwa ein Drittel meines Fettbedarfs gedeckt. Ich muss mir die Fette über den Tag gut verteilen. Und jetzt nehme ich euch mit und zeige euch, was ich mit zum Eisbaden nehme. Boah, bei so Shakern, da habe ich immer Schiss, dass die auslaufen. Deswegen zeige ich dir, was ich immer mache. Ich mache immer den Pustetest. Ja, ich weiß, ob du das kennst. Wenn du einmal da reinpustest und wenn das dann keine Geräusche macht, dann ist der auf jeden Fall dicht und du kannst den easy peasy, lemon squeezy in die Tasche schmeißen. Dann kommen hier noch so zwei Handtücher mit für die Füße und eins für den Körper. Wir wollen uns ja wieder abtrocknen. Und ich nehme noch hier meine Adiletten mit. Wir wollen uns das Unangenehme ja so angenehm wie möglich machen. Und dann nehme ich noch hier so eine selbstgestrickte Mütze von der besten Mama mit, damit mein Köpfchen auch schön warm bleibt. Dazu habe ich noch eine geheime Sache in die Tasche getan und du wirst danach sehen, ja, was die geheime Sache ist. Ich habe mir da schon was überlegt. Das spätere Eisbad-Outfit wäre dann somit ready. So machst du auf jeden Fall einiges richtig. Die Jacke ist angezogen. By the way, schreib mal in die Kommentare, wie du die Jacke findest. Ich finde die übel fresh, ja, vom Colorway. Meine Freundin ist da ganz anderer Meinung. Die findet sie abgrundtief hässlich, ja. Wahrscheinlich die Mehrheit wird die hässlich finden, aber ich mag auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Ich feiere das. Wir sehen uns auf jeden Fall im Auto. Du hast dir bestimmt jetzt die Frage gestellt, ja, ist der eigentlich bedeppert, der Typ? Wieso macht er das? Ich möchte jetzt nicht hier zu wissenschaftlich an die Sache rangehen. Ich bin kein Wissenschaftler und wenn ich irgendwas Falsches sage, kannst du mich gerne in den Kommentaren korrigieren, so ein Ding ist das. Wissenschaftlich ist laut meinem Wissensstand noch gar nicht so viel belegt, was jetzt genau die Vorteile von Eisbaden sind. Also das ist gerade in der Erforschung. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wieso ich das mache, ist einfach, das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Ja? Du fühlst dich wie neu geboren und das ist einfach so ein Disziplintraining. Du hast keinen Bock darauf, du weißt, es ist arschkalt, aber du machst deinen Kopf aus, deine Gedanken aus, du gehst einfach rein und machst das, Alter, für eine bestimmte Zeit. Ziel habe ich mir genommen, 4 Minuten, nicht mehr und nicht weniger. Werden wir durchziehen, ganz einfach. Und dann gehen wir raus und dann wird schon was Geiles gegessen für den Gaumen. Ah, was geil, Alter. Freue mich schon. Ich freue mich schon auf das Gefühl danach. Ich freue mich nicht reinzugehen, aber auf das Gefühl danach, ja, das ist immer geil. Boah, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie meine Finger reagieren werden, weil ich habe ganz oft gehört, bei ganz vielen sind es die Füße, die sich richtig scheiße anfühlen. Bei mir sind das die Finger. Ey, meine Finger sind da immer so empfindlich, Alter. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Schreibt es mal auch in die Kommentare. Würde mich wirklich, Real Talk würde mich wirklich interessieren. Aber bei meinem Kollegen sind es eher die Füße, Mann. Sei auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns dann gleich an der Wasserstelle wieder. So, Broski, Alter. Wir sind jetzt an der Wasserstelle angekommen. Ich muss hier noch ein bisschen zu Fuß hinlaufen. Aber Mann, ich filme euch das gleich ab und dann werdet ihr sehen, wie die Sache ablaufen wird. Wir sind jetzt an der Wasserstelle angekommen und wie man sieht, hätte ich nicht gedacht, hier ist noch ein bisschen Eis an der Oberfläche. Also es ist schon eiskalt dann. Da weiter hinten fließt das ein bisschen. Wir werden hier so reingehen und dann werde ich mich ungefähr da platzieren. Aber vorher versuche ich das noch mit der Drohne hier für euch aufzunehmen. Digga, einfach Kopf aus durch das Eis. Weiter rein. Ja, ist kalt, aber man muss einfach Kopf ausschalten. Rein und alle Leute drumherum gucken schon. Und einfach rein. Dann stoppt erst die Atmung, aber dann, nach einer kurzen Zeit, ist es in Ordnung.
Ja, natürlich kostet das Überwindung, aber das ist wie bei vielen Sachen im Leben, da muss man einfach den Kopf ausschalten und einfach ins kalte Wasser springen. Es kommt nicht von irgendwo das Sprichwort, ne? Wir sitzen jetzt die Zeit ab hier. Boah, 4 Minuten. Konzentration. Enten kommen. Ich hoffe, die greifen mich nicht an, ja? Irgendwie, die gucken mich schon aggressiv an. Ich will keinen Stress machen. Einfach Überwindung, einfach machen lassen, Leute motivieren. Vielleicht kann ich dich damit auch motivieren, das zu machen. Bisschen härter zu werden, abzuhärten. Das ist es, Junge. Sonst wird es ja irgendwann langweilig. Ich weiß nicht, wie viel Grad das Wasser ist, aber auf jeden Fall unter 6 Grad, denke ich. Ich habe jetzt aber auch nicht so ein Messer dabei. Wichtig ist, sich einfach auf die Atmung zu konzentrieren und nicht zu viel zu reden wie ich. Aber ich mache das ja fürs Video, sonst halte ich immer mein Maul. Oh, die 4 Minuten sind um. Junge, wie ich da drauf gewartet habe. Ich sag euch, das Gefühl jetzt ist noch nicht so geil, aber das Dopamin, der Dopaminausschuss, der kommt gleich erst. Boah, so Leute, das Eisbaden ist durch, Alter. So geil. Der Bizeps sitzt auch. Ich habe gerade noch ein paar Liegestütze gemacht, ein paar Burpees, weil es ist wichtig, dann von innen nochmal warm zu werden. Ich habe mir auch noch warmes Wasser mitgenommen. Und diese Geheimsache, die ich am Anfang gezeigt habe, die wird sich jetzt zubereitet und ich habe absolut Bock da drauf. Und langsam kommt das, dieser Dopaminausschuss. Jetzt hat man Energie, Alter. Das ist geil. Das war vielleicht nicht die schlauste Idee, durch das Eis zu gehen, weil ich weiß, ob man sieht. Jetzt habe ich mich ein bisschen geschnitten, da überall ein bisschen Blut. Ich würde sagen, wir machen nochmal 20 fürs Vaterland, für die Motivation. An der Stelle machst du mal mit. Und jetzt zeige ich dir mal diese geheime Sache, die ich mitgenommen habe. Die besteht aus mehreren Teilen. Ah, das ist ein Gasgrill. Aber für was brauchen wir einen Gasgrill? Ich weiß es nicht. Gucken wir rein, was hier noch ist. Vielleicht finden wir noch irgendwas in der Tasche. Ah, so eine Pfanne. Aber wofür brauchen wir jetzt die Pfanne, hä? Fragst du dich bestimmt. Die Pfanne hier so drauf. Und dann kommt da noch irgendwas. Für mich gibt's nämlich ein Käffchen, Alter. Das habe ich mir schon vorbereitet. Ich muss da jetzt nur noch ein bisschen Wasser einfüllen. Und dann wird das hier gesippt. Ey, auf entspannt. Darauf freue ich mich, Alter. Darauf freue ich mich. Natürlich habe ich auch eine Tasse dabei. So, Mann. Ich habe ja vorhin gesagt, dass meine Hände immer mies abkacken. Heute ging das wirklich klar. Irgendwie sind wieder fit. Ja, ich kann wieder spüren. Das letzte Mal, wo ich mit einem Kollegen war, aber da war es noch kälter. Da waren draußen Minusgrade auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich glaube, minus 5 bis minus 10 Grad. Da sind meine Finger gefühlt abgestorben. Aber heute ging das. Ich habe direkt mich bewegt und sowas. Ja, Liegestütze gemacht. Deswegen geht fit. Digga, das Käffchen ist ready. Das wird sich hier jetzt reingezwirbelt. Ganz normal Espresso auf entspannt. Boah, geil. Glücksgefühle sind gerade irgendwo da oben, Alter. Das ist crazy. Geht mal ins Gym und scheiß, ey, nix nutze. So, ein bisschen Zeit ist vergangen, ja. Es geht jetzt auf jeden Fall zurück nach Hause, um das nächste Meal zu machen und dann zu essen, denn die Proteinsynthese muss wieder synthetisiert werden. Ich freue mich schon, das nächste Meal euch zu zeigen. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker, was ich sehr oft esse. Aber davor noch ganz kurz, so wie ich dich kenne, hast du den Kanal noch nicht abonniert, also würde ich mich sehr über ein Abo freuen und über ein Like, falls dir so eine Art von Content gefällt und ich dir vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. So, Broski, Meal Nummer 2. Wir haben hier ein bisschen Reis, ja, 120 Gramm. Dann haben wir hier Beefsteak, auch eine Empfehlung von mir in der Diät. Rotes Fleisch wird länger verdaut, hält länger satt. Vor allem mageres rotes Fleisch. Gut in der Diät, weil es halt nicht so viele Kalorien hat. Hier dieses Beefsteak hatte jetzt auf 100 Gramm nur 3,5 Gramm Fett, was sehr gut ist, und 23 Gramm Eiweiß. Ein bisschen scharfe Soße habe ich dann noch. Dazu noch Gemüse brauchen wir natürlich auch. Nicht nur für die Gesundheit, auch für die Verdauung, für eine gesunde Darmflora. Haben wir hier ein bisschen Spinat. Für den Geschmack, ja, um das aufzupimpen, kleiner Tipp, so eine Gewürzgurke. Einfach eine nehmen, klein schnibbeln und rein. Ein bisschen noch Salz drüber, dann vermischen. Dann habt ihr noch so ein bisschen Geschmack, ja, das ist ganz gut in der Diät, dass nicht alles immer so fad ist, mit ein bisschen Geschmack. Das Ganze wird jetzt verputzt und danach gibt es natürlich die Nährwertangaben. Das Meal wurde verputzt, das war endheftig. Gleich gibt es die Nährwerte, aber vorher muss ich die Küche sauber machen, weil es gibt eine Sache, die ich hasse, und das ist wirklich eine dreckige Küche. Und am besten ist für mich immer gekocht, direkt sauber gemacht, dann erst gegessen. Jetzt wollte ich das noch schnell filmen und so, solange es warm ist, und dann essen. Deswegen erstmal die Küche sauber machen. Also dieses Meal hat 937 Kilokalorien. Wir haben 281 Gramm Irish Beefsteak gehabt, zu 120 Gramm Reis. Dann hatten wir 230 Gramm Spinat, eine Gewürzgurke, waren etwa 100 Gramm. Das Fleisch habe ich mit ein bisschen Butter angebraten, 10 Gramm. Insgesamt haben wir hier 106,5 Gramm Kohlenhydrate. Dann haben wir 20 Gramm Fett, auch ungefähr wie am Morgen, ne? Sage und schreibe 75,8 Gramm, also knapp 76 Gramm Eiweiß. Das ist schon ein bisschen viel, zu viel. Man hätte sich das besser einteilen müssen. Also es ist optimal.
optimal, das sich besser einzuteilen. Heute dachte ich mir, komm, gönne ich mir mal ein Steak, ne, fürs Video und so. Normalerweise versuche ich meine Proteine nicht mehr als 40 Gramm auf einmal pro Mahlzeit aufzunehmen. Ab und zu ist das halt so, ist jetzt auch nicht so schlimm. Meine App sagt mir, dass ich noch 690 Kalorien offen habe, also würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Meal. Was habe ich jetzt vor mir stehen? Ich habe 500 Gramm Magerquark genommen, das auf 2 Portionen aufgeteilt. Kleiner Trick von mir, ich tue da immer ein bisschen Wasser dazu, mische das, dann ist die Konsistenz ein bisschen fluffiger, ein bisschen cremiger, sage ich mal. Noch ein Geheimtipp von mir, ich benutze da Flav & Tasty von ESN. Übel geiler Geschmack, es ist so ein Zuckerersatz, geschmacklich in der Diät, finde ich top, hat fast keine Kalorien. Dazu nehme ich mir einen ganzen Apfel, schnibbel den auf 2 Portionen. Eine esse ich jetzt, andere esse ich so in 1,5 Stunden. Da soll es ungefähr so 21.30 Uhr sein. Dann esse ich das und gucke noch, was ein bisschen offen ist. Vielleicht habe ich meine Kalorien heute ja gut eingeteilt, dass ich mir ein bisschen was gönnen kann dann später. Ich habe jetzt die erste Portion verdrückt und es hat so geisteskrank geschmeckt. In der Diät der Magerquark mit bisschen hier Flav & Tasty, ey, das scheppert so rein und hier noch die Süße vom Apfel. Da schmeckt ein Apfel einfach viel intensiver als sonst. Es ist einfach, es ist mehr, einfach mehr als die Süßigkeit. So ein Ding ist das. Und ich bin jetzt gerade so im Fressflash, dass ich mir jetzt noch die zweite Portion direkt hinterher gönne, weil ich will ein bisschen früher schlafen gehen. Dann will ich nicht mit so einem vollen Magen, dass ich mir dann später noch ungefähr um 22 Uhr eine Kleinigkeit gönne und dann direkt zu Bett gehen, die Regeneration. So, das Ganze wurde jetzt verputzt. Die Nährwerte sehen eigentlich ziemlich gut aus bei dieser Mahlzeit. Wir haben knapp 47 Gramm Carbs, 60 Gramm Eiweiß und dazu 2 Gramm Fett, also ziemlich mager. War ja auch Magerquark. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der letzten Leckerei. So, wenn wir uns jetzt die Nährwerte anschauen, habe ich noch 236 Kilokalorien offen. Die letzte Mahlzeit wird auf jeden Fall sehr fettreich und mit Kohlenhydraten. Proteine sind voll. Ganz ohne Proteine schaffe ich es nicht. Heute esse ich ein bisschen weniger Carbs, weil ich habe die letzten Tage ein bisschen mehr Carbs gegessen. Ich lasse mir da was einfallen und wir sehen uns beim nächsten Meal. Jetzt sind wir bei der letzten Mahlzeit des Tages angekommen. Wir haben hier ein bisschen Combosola, ist Weichkäse, also Schimmelkäse mit ein bisschen feigen Senfsoße. Dazu 5 Gramm, 40 Gramm von dem Käse insgesamt. Ist eine Delikatesse für mich. Ist für viele bestimmt eklig für euch. Hätte man mir vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr gesagt, dass ich so einen Käse essen werde, hätte ich auch den Kopf geschüttelt. Aber ich bin irgendwie auf den Geschmack gekommen und ich fühle das gerade ultra. Der Geschmack verändert sich. Das wird sich jetzt reingegönnt. Kommen wir zu den Nährwerten der letzten Mahlzeit. Wir haben hier insgesamt 193 Kilokalorien. Davon haben wir etwa 5 Gramm Carbs, 17 Gramm Fett und 6 Gramm Eiweiß. Wenn wir uns jetzt die gesamte Bilanz anschauen, dann sind die Werte schon ziemlich gut. Wir haben hier insgesamt 194 Gramm Eiweiß. Ein bisschen über das Ziel hinaus. Ein bisschen weniger Carbs heute, 190 nur und mit 61 Gramm Fett und 1 Gramm über den Fettzielen. Also eigentlich fast perfekt erreicht. Ich bin zufrieden. Wenn euch diese Art von Video gefällt und ihr mal meine Ernährung nicht an einem Rest Day sehen wollt, schreibt es sehr gerne in die Kommentare, da hätte ich Bock. Oder wenn ihr mal sehen wollt, wie ich das mit der Uni kombiniere, schreibt es auf jeden Fall rein. Ich werde mein Bestes geben. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Ich wünsche euch maximale Gains, maximale Regeneration und bleibt stabil. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.